Einen wunderschönen guten Tag, hallo, ich begrüße euch alle herzlich wieder zur nächsten Runde von Strategic Command World War 2. Ich habe fast gesagt wieder Bonn. War in Europe gegen den Dittmann. Anscheinend sind die Sachen, die mir passiert sind, die mich so überrascht haben bisher, relativ normal in diesem Szenario. Ich hatte ja das Gefühl, dass das so ein bisschen auswendig gelernt war. Will ich jetzt mal zurückrudern und es mir genauer angucken. Herz war vorgeschlagen, dass wenn mir das Szenario überhaupt nicht gefällt, dass wir ein 39er-Szenario machen, aber ich will jetzt auch nicht alles jetzt hier wasten schon direkt, ne? Das hier ist ein bisschen frustrierend, aber gut, dann ist das so. Der stand hier. 1, 2, 3. Okay. Damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet, dass er dahin fahren kann. Die Angriffe, die er da tut, sind eigentlich komplett sinnbefreit. Der könnte die Einheiten einfach verhungern lassen. Okay. Man merkt die 900 Stunden auf jeden Fall. Das ist nicht schlimm. Norwegen einzumarschieren. Churchill ist der Ansicht, dass wir mit der Befreiung des Landes nicht nur unsere Konvois nach Russland schützen können, sondern auch darüber hinaus der Einsatz, bla bla bla, ja, ist ja klar. Das ist okay. Und ich überlege ganz ernsthaft, die jetzt mal ein bisschen aufzu. Okay. Fusch mal mit auf, du auch. Du gehst definitiv mal nach da. Du gehst nach da, du gehst nach hier. Das lassen wir kurz. Ach komm, da geht die Pack hin. Das ist kein Problem. Ich würde sagen, wir lassen Kairo gerade mal frei. Den Flieger werten wir mal auf. Und den behalten wir mal in der Rückhand, dass der da positioniert bleibt. Das ist in Ordnung. Ich weiß gar nicht, habe ich den letztes Mal bewegt oder wollte ich ihn noch bewegen? Ich weiß es nicht. Wisst ihr was? Wir werden den nachher strategisch verlegen. Das ist, glaube ich, besser. Mach das mal. Da kommen eh keine feindlichen Einheiten. Da brauchen wir überhaupt nicht stehen. Geh mal lieber nach hier. Okay, das passt.
Bisschen die Linie abchecken. Wir müssen die Linien so ein bisschen im Auge behalten. Hier war eben einer, aber ob wir den treffen, ist unwahrscheinlich. So. Dieses Schiff finde ich interessant, dass wir das wissen. Das ist ein Schlachtkreuzer. Hallo. Okay, das war ein bisschen blöd. Gut, du fährst mal dahin. Gibt es denn 1-1? Der andere ist da, der wollte ja runterkommen, ist jetzt aber nach oben wieder, ne? Verstehe. Ist jetzt nicht so gekommen, wie ich mir es gehofft habe. Du hast... Ja, du bist auch nicht besonders geil dagegen. Also brauche ich theoretisch 1-2 Zerstörer mal oben bei der Flotte da, ne? Okay. Und den will ich jetzt mal viel... Vielleicht sogar mal bekämpfen da oben den schweren Kreuzer. Zwei Schlachtschiffe und ein Kreuzer sollten dafür reichen. Ich habe eine andere Idee mit dem. Ach so, ja, okay. Hier habe ich doch noch einen Zerstörer. U-Boot-Jagd. Das brauchen wir auf jeden Fall besser. Marine. Ja, komm mal. Einmal Marinewaffe kostet nur 8. Ist in Ordnung. Dann können wir die besser verwenden. So. Dann. Die amerikanische Bombardierung. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. Beziehungsweise, ich mache jetzt erstmal die Bombardierung. Wir könnten auch mal... Ich überlege hier bei Cherbourg demnächst diese Landung dahin, obwohl... ich glaube jetzt hier St. Malo sieht irgendwie ein bisschen besser aus, die Landung. Dass wir von der Bretagne aus marschieren. Ah, die hat er aufgewertet. Okay, verstehe. Verstehe. Den einen Punkt machen wir gerne weg. Kostet den 2 MPP. Die Erdwaffen sind noch nicht so, aber mal ganz kurz gucken. Auf Ressourcen hat das keine Auswirkungen, okay. Wollen wir den bombardieren oder so ein Dorf? So ein Dorf ist eigentlich relativ sinnlos, finde ich. Okay. Das sieht doch schon mal nach einem Träumchen aus. Wir müssten vielleicht sogar ein bisschen Verstärkung hier ranbringen, glaube ich. Um hier besser durchpushen zu können. Die zwei Hakus unterstützen sich gegenseitig, genau. Okay. Die Amerikaner. Die Amerikaner, ja. Weiß ich noch nicht, was ich damit mache.
Gut, ihr bleibt da stehen, ihr... Fährt einfach mal dahin. Da wird er was drin stehen haben. Nö. Dann hat das vielleicht noch einen Sinn. Das Schiff. So. Hervorragend. Okay, also, weil das jetzt hier oben nicht so läuft, wie ich mir das irgendwie vorstelle, ist das hier eigentlich ganz nett. Dann kann ich nämlich die gleich nach da unten bringen. Das ist schon mal sehr gut. Ihn hier kann ich definitiv würde ich das jetzt nicht sagen, aber verlege ich jetzt. In die Richtung, wo wir sie brauchen. Dahin. Du gehst mal da nach da. Oh, du wirst sterben. Die Frage ist, will ich mich dann damit zurück... Er ist ziemlich zurück. Jetzt haben wir den nicht ausgetauscht, ne? Geh mal dahin, du reichst da. Das ist absolut in Ordnung. So, jetzt muss man mal kurz gucken. Okay, du konzentrierst dich gerade darauf, den da zu plätten. Dann kann ich mich ja mal locker mit dir erstmal die Infanteriewaffen ausgeben. Dir gehe ich nach da. Mit dir gehe ich nach hier. Mit dir gehe ich nach dort. Ach, halt mal einfach länger durch. Du auch. Aber das hier fand ich krass. Das fand ich krass. Du ziehst dich zurück, bitte. Okay. Der kann keine Gebiete erobern, das ist auch interessant. Aber du gehst jetzt mal nach. Du gehst jetzt mal kurz nach Tula. Genau, du gehst nach Tula. Du ziehst dich da gleich ein Stück zurück. Ich stelle mal so ein gutes Stück zurück. Das gefällt mir eigentlich so ganz gut. So. Die Armee, die werden wir jetzt mal verlegen nach hier. Und dafür gehst du mal da rein. Du gehst nach hier. Du ziehst dich mal komplett zurück. Du bist ein Jagdflugzeug. Du ziehst dich zurück. Du gehst da rein. Und du wirst einfach nicht erobert. Okay.
Hier brauche ich einen HQ. Okay. Ach stimmt, ich habe da unten noch Einheiten gedroppt bekommen. Du bist eigentlich ganz gut dabei. Okay. Du gehst bitte nach da. Und ich habe noch irgendwo einen HQ, irgendeine Einheit gedroppt bekommen, wo ich mir gedacht habe, das ist da auch sinnlos. Aber ich weiß nicht mehr wo. Weiß nicht sogar die. Ja, die war sinnvoll. Ja gut, du bleibst da definitiv drin sitzen, weil du musst einfach den Angriff gerade abfedern. Dich müsste ich am besten mit Stufe 1 ausrüsten, kann ich als Stufe 2 ausrüsten, kann ich aber gerade nicht. Ja, du musst da sitzen bleiben, um den Angriff abzufedern, wobei dafür theoretisch ein Chor reichen würde, ne, so der. Okay, der ist noch Stufe 1. Krieg das mal. Ah, der hat sich bewegt, okay. Hier müsste ich nochmal was ab... Wobei, 6 hat er nur noch. Das geht. Das geht. Auf jeden Fall. Ich könnte nochmal was abfedern hier mit einer von... Mit der hier. Dass wir die Orte auf jeden Fall in der Backhand halten. Ach, geh einfach mal rein. Blup. Ich sag jetzt mal, da landet keiner, oder? Nee, das Risiko ist zu groß. Okay. Dann gehst du wieder zurück, dann kann ich dich vielleicht sogar noch verwenden. Wie weit kann der springen? Moment. Das war ein Klickfehler, danke. Abwurfreichweite 6. 6, 7. Wenn sich hier ein Fallschirmjäger. Aber da befindet sich gerade keiner, ne? Aber 6 ist trotzdem schon sehr, sehr weit. Und das ist da, hier oder hier ein Problem. Oder hier ist aber auch ein Problem. Ja, okay, das geht nicht. Da kann ich nicht abziehen. Irgendwie ein bisschen blöd. Okay. Jetzt sind wir Ich gebe dem R-Infanterie bessere Infanteriewaffen. Machen wir mal Luftabwehr besser. So. Aber sind wir jetzt gerade in der Position, wo wir neue Einheiten kaufen könnten? Der fährt daran vorbei, darum macht es keinen Sinn, da rauszugehen. Ich will die Position halten. Ach, dann tut er eh noch nichts, okay. Dann nehmen wir den. Durch den Wald kommt der nicht so schnell. Ich sage jetzt einfach aus einem ganz blöden Zufall heraus, könnte es passieren, dass Stalingrad irgendwie fällt und darum setze ich da mal eine Einheit einfach hin. Und ich habe keinen Bock, dass das einfach passiert. So, genau. England hat keine Punkte mehr. Dem hier geben wir definitiv die Infanteriewaffen.
weil jeder Garnisonseinheit braucht die, weil wir damit einfach verdreifachen wir die Angriffskraft einfach von denen, ne? Und die können wir ganz, ganz schnell irgendwie immer irgendwo hinlegen und zur Not sterben sie halt und können dann teilweise mal eine Runde irgendwas aufhalten, ne? Das macht durchaus Sinn. Okay. Kauft euch die. Ein schwerer Panzer habe ich verloren, aber auch ein Befehlshaber. Also der Befehlshaber, den will ich haben. So. Ich muss mal ganz kurz auch bei Technologien reingucken. Die darf ich nicht nehmen. Die Produktionstechnologien wären auch interessant und die Logistik wegen. Ich nehme mal Logistik sogar einmal rein. Okay. Armeen und Kavalleriekorps mir wurscht. Panzer, der wäre. Oder der Panzer. Der Panzer wäre interessant. Panzer 1. 3 auf Panzer. 4 auf Panzer. 6 auf Panzer. Es wäre nur der Panzer dann drin. Oder zwei Armeen. Ah, lieber zwei Armeen. Noch eine Garnison. Das passt. Ach, theoretisch können wir hier mal. Nee, können wir nicht. Ja, dieses Flugzeug ist total useless, ne? Das ist so. Das kann man halt nie davon wegverlegen. Das ist total sinnlos. Okay, dieser Panzer, dieser kanadische Panzer, den werden wir jetzt mal nach. Ist doch das Rote Meer, ne? Immer noch. Ja, das ist das Rote Meer. Den werden wir jetzt ins Rote Meer schieben. Das macht nämlich sonst keinen Sinn. Weil den da in Kanada verrotten zu lassen, ist einfach Quatsch. So, dann. Hier bereiten wir eine Landung nach England vor. Aber die Landung müsste also nicht nach England vor, sondern von England. Müsste eigentlich durch die Briten erfolgen und die Amerikaner setzen nach. So stelle ich mir das zumindest erstmal in meinem jugendlichen Leichtsinn vor. Okay. Das alles schon ausgegeben. Habe ich irgendeinen, den ich nur. Dem muss ich nur einen Punkt geben. Alles klar. Selbe Spiel wie beim. Okay, ist teurer. Jetzt habe ich amerikanische Punkte. Womit ich erstmal die amerikanische Wirtschaft booste. Logistik. Und damit ist die Forschung voll. Perfekt. So, jetzt können wir nochmal hingehen. Und nochmal einmal theoretisch bei Schweden reinbuttern. Theoretisch. Oder wir warten mit den 15% ab. Das hat ja beim ersten, in der ersten Runde auch sehr, sehr schön funktioniert. Das mit den Türken überlege ich mir gerade. Oder mit dem Spanier. Wenn wir den Spanier unter 20% bekommen. Aber es kostet 50. Dauert 10 Runden, bevor sich das rentiert. 10. Und das ist nur ein Investment von einem. Und das ist eine 7% Chance nur. Wobei ich halt gestehen muss, wenn ich einen Amerikaner hier hinbekomme, Truppen, und damit nach Türkei, über die Türkei hier nach Bulgarien und so weiter rein, das wäre auch mega nice, ne? Wir könnten theoretisch auch den Amerikaner dasselbe Movement machen, was ich gegen die Strategieecke gemacht habe, mit Modros. Mit Sophia. Wäre möglich, wäre denkbar.
Wo will ich mit den Amerikanern hin? Okay, die können gar nicht bei Spanien rein investieren, die Russen. Interessant. Das mit dem Türken, das juckt mir auch in den Fingern, ne? Bei Schweden. Ja, komm, machen wir noch mal einmal in Schweden rein. 22%, also alle 5 Runden, also in 5 Runden sollte das schon spätestens passieren, dass er dadurch sein Zeug nicht mehr bekommt. Hier eine Invasion in den Norwegen halte ich für relativ aussichtslos. Andererseits, der kann die Truppen nicht verstärken. Wenn man hier. Ja, es ist ein Rieseninvestment dafür, dass der so wenig dafür bekommt. Das macht für mich keinen Sinn. Es kostet einfach nur. Ja. Okay. So, er hat 117 Truppen. Okay. Wir haben hier gesteuert, da so ein Ticken nach vorne. Da können wir nicht viel machen. Der chillt hier eine Runde noch. Ihr habt alle Gefahren. Euch kann ich sowieso nicht steuern. Besonders der hier. Ich glaube, den werde ich so ewig hier stehen lassen. Moment, der hat eine. Oh, der hat eine Angriffsreichweite von 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, okay, der Bereich, der ist möglich. Okay, das macht es dann doch wieder interessanter. Aber die U-Boot-Jagd werde ich definitiv noch nicht aus. Oh, obwohl, kann ich jetzt schon ausgeben. So. Und den dann da hinschieben. Dann könnte ich hier bombardieren. Das gefällt mir, diese Idee, gar nicht mal so schlecht. Stellt sich mal kurz dahin, wegen ihm. Okay. Gesteuert, 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 gesteuert. Mit Moskau, das ist natürlich ein bisschen meh. Mit Russland meine ich, nicht mit Moskau. Ich könnte angreifen, aber ganz ehrlich, du bist leicht gepanzert, hast einen Angriff von 5 und du hast einen Angriff von 6. Oh, 6 geht eigentlich. Aber auch 6 gegen leichte Gepanzerte, okay. Das geht wirklich. Du bist auf dem Feld, ich bin dann auf dem Feld. Ich will den vielleicht angreifen, mal gucken. Ja, mal gucken, okay. Ich glaube, das war's. Ägypten, Großbritannien-Konvois, okay. Flugzeug. Ägypten, Großbritannien wird geraidet, ist nicht schlimm. Ist ein bisschen halt so. Gut, dann war diese Runde ausnahmsweise jetzt nicht ein großes Drama. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.